Ich habe dann kurz darauf, als ich dann in München war, Anschluss bekommen an eine kleine Gemeinschaft, die damals einen Naturkostladen und ein vegetarisches Restaurant, ich glaube, es war das erste vegetarische Restaurant damals in München, hieß Erdgarten, ist in Kreisen auch immer noch ein Begriff. Und das hat mich dann sozusagen aus meinem Verlorensein, hat mich das wieder, das war wie ein Netz, was mich da wieder rausgerettet hat. Und ich habe damals dann ein Jahr als vegetarischer Koch gearbeitet. Die hatten Gott sei Dank diese Offenheit, mich da anzunehmen, obwohl ich natürlich kein ausgebildeter Koch war. Und ich habe das dort dann ein Jahr gemacht, habe die Bequemlichkeit und die Vorzüge einer kleinen Gemeinschaft wieder kennengelernt, habe dann kurzzeitig dort auch noch in einer Wohngemeinschaft gelebt, aber habe dann auch wieder aus meinem Inneren dann bald gespürt, das ist nicht so richtig deine eigene geistige Heimat, und habe mich dort auch wieder verabschiedet mit sehr guten Erinnerungen und mit großer Dankbarkeit für das, dass ich dort Schutz auch gefunden habe, dass ich neue Menschen kennengelernt habe, und habe mich dann aber wieder selbstständig gemacht auf mich selbst für eine Zeit, habe dann einen Taxischein nochmal erneuert und war dann Taxifahrer und habe dann eine eigene Wohnung gefunden, dort, wo ich auch aufgewachsen bin. Und das war eine Zeit, wo sich mein Leben dann auch ziemlich stabilisiert hat, auch durch die Regelmäßigkeit mit dem Taxifahren und so weiter. Und dann hat es sich ergeben, dass ich dann doch wieder zu meiner geistigen Gemeinschaft, zu der spirituellen Gemeinschaft des Meisters dann irgendwann zurückgefunden habe. Und habe dann all die Vorzüge, die ich schon mal erlebt habe, aufgenommen zu sein in so eine vertraute, warme, sage ich mal, Menschengemeinschaft, konnte dann diesen Vorzug dessen wieder aus vollen Zügen genießen und habe mich da auch sehr wohl gefühlt, habe dann meine spätere Frau dort auch kennengelernt und habe aber dann sozusagen diesen roten Faden auch der spirituellen Tradition, der spirituellen Disziplin mit jeden Tag meditieren, Satsang hören und eben ja, sich ganz im Grunde dieser inneren Erfahrung zu widmen. Das war dann mehr oder weniger von da an bis auf weitere Jahre mein Leben. Ich habe dann 1982 war das, habe ich mir dann irgendwann auch meine Gedanken gemacht von, was willst du eigentlich mal leben? Wie willst du dein Geld verdienen? Ich bin in der Zeit Taxi gefahren, das war soweit ganz gut. Aber ich habe dann auch immer wieder die Momente gehabt, wo ich in der stillen Minute so am Taxistand stand, habe die alten Kollegen, die alten Taxler um mich herum gesehen und habe mich gefragt, soll das deine Zukunft sein? Und das war dann sehr düster. Da habe ich dann gemerkt, wow, nee, das will ich eigentlich nicht, hatte aber eigentlich auch keine Alternative. Und da kam dann die Möglichkeit 1982, wo mir plötzlich die Möglichkeit bewusst wurde, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Ich bin damals dann auch zum Yoga gegangen, im Shivananda-Zentrum in München. Und da kam mir dann der Gedanke, das wäre doch eine Möglichkeit, Yogalehrer zu werden. Das hätte sich auch als sehr passend für mich und für meine Vergangenheit angeboten. Ich bin dann in der Zeit, habe ich dann schon mit meiner späteren Frau zusammengelebt. Und bin dann für 6 Wochen nach Kanada gegangen, in die Nähe von Montreal, zu dieser Yogalehrerausbildung bei Swami Vishnu Devananda, der auch einige Bücher geschrieben hat und in der Tradition von Shivananda, einem der berühmtesten Heiligen Indiens des 20. Jahrhunderts, er war in dieser Tradition jetzt der lebende Meister sozusagen. Ich habe dann auch sehr, sehr schöne und gute Erinnerungen an diese Zeit und an diese Ausbildung. Bin dann zurückgekommen und habe dann aber auch mehr oder weniger gemerkt, es ist vor allen Dingen nicht mein Ding. Ich konnte das nicht. Ich war nicht
in der Verfassung, dann alles, was mit diesem materiellen Aufbau der Existenz zusammenhing, das dann wirklich auf die Reihe zu kriegen. Das war mir damals nicht möglich. Und ich war aber auch rein von meiner physischen Veranlagung, sprich Gelenkigkeit und so weiter, nicht in der Verfassung, dann wirklich ein Hatha-Yoga-Lehrer zu werden. Und da hatte ich dann meine Ausbildung dort gemacht, habe auch sehr, sehr schöne Erfahrungen, auch geistige Erfahrungen gemacht, habe eine Erfahrung mit Krishna gemacht bei der Ausbildung, an die ich sehr gerne zurückdenke. Und habe aber dann hier, als ich wieder hier war, schon gemerkt, nee, das kann es nicht sein für mich. Und bin dann eine Zeit lang noch weiter Taxi gefahren.